Hallo ihr Lieben, ich hatte heute gar nicht vor, ein Video zu machen. Ich habe nämlich angefangen aufzuräumen und da klingelt doch glatt der Postbote und ja, das Päckchen, was die liebe Nicole gestern angekündigt hat, was einen von uns dreien erwischt, hat mich getroffen. Ich bin so happy. Ich bin so aufgeregt und so nervös. Also Taschentücher liegen auch schon bereit, weil also ich glaube, ich weiß, was drin ist. Und ja, ich habe das noch nicht aufgemacht, nur aufgeschnitten. Das ist der Karton, den ich ihr geschickt hatte. Und hier dieses super süße Meerjungfrauenband, das ist von ihr. Da muss ich sie nochmal fragen, ob es das in dem Shop zu kaufen gibt da. Und ja, wir starten jetzt einfach. Ich will gar nicht drum rum quatschen. Oh mein Gott. Oh, jetzt weiß ich nicht, soll ich das. Ja, ich nehme es beiseite und zeige euch das im Einzelnen. Ja, hier ist erstmal eine Post, die muss ich kurz lesen. Ja, ich freue mich auch wirklich riesig, dass ja, wir unsere kleine WhatsApp-Gruppe da gemacht haben. Und ja, die Karte, die ist mega geil. Also die ist der Knaller. Genau mein Geschmack. Mit diesen Wackelaugen und Hammer. Also wirklich super, super, super cool. Die, ja, bekommt einen Ehrenplatz. Dann hatte sie mir hier, also sie war einkaufen. Und hat Strohhalme gekauft mit Fledermäusen. Und die sehen ja wohl mal richtig geil aus. Und an Halloween, gerade wenn man diese Rosetten macht, ist das natürlich perfekt. Und da hat sie mir lieberweise ein Paket mit eingepackt. Richtig cool. Ja, ich kann nicht drum herum, um jetzt die Reini zu zeigen. Die ist der Knaller. Ja. Aus Krankheitsgründen bzw. gesundheitlichen Gründen kann ich leider noch nicht nähen. Und die liebe Nicole war wirklich so lieb und hat mir diese Reini genäht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen. Alter Schwede, die ist so Hammer. Die Farbkombi, das ist richtig geiles Türkis. Und die konnte ich mir sogar aussuchen, die Farbkombination. Und die ist mega. Die ist der Knaller. Bei mir ist mein normales Portemonnaie halt auch kaputt gegangen und da kommt das jetzt echt wie gerufen. Und hier hat sie ihre kleine. Na? Hat sich natürlich jetzt verdreht. Die kleine Tinkerbell. Beziehungsweise ist es ja eine Elfe für Elfenstübchen. Die macht sie immer dran. Da ist gerade was runtergeflogen. Ja, der Knaller. Also sie macht das ja nun auch schon des Öfteren, diese Portemonnaies. Und ihr geht das wahrscheinlich auch schon mega von der Hand, aber sieht wirklich richtig geil aus. Auch hier dieses Webband, das durfte ich mir aussuchen. Das fand ich richtig schön, dieses Weiß-Schwarz. Und es passt halt auch überall zu. Also wirklich der absolute Knaller, Nicole. Also tausend, tausend Dank. Ich kann gar nicht oft genug sagen, ja, wie happy ich bin. Die kommt gleich, also es werden Karten reingepackt und dann kommt die gleich in meine Handtasche. Und super cool. Nervennahrung, einfach mal blau machen. Ja, blau machen. Ich habe schon echt super lange jetzt blau gemacht. Ich hoffe, ich kann mal bald wieder arbeiten. Vorsicht, eine kleine Überraschung. Dazu muss ich sagen, ich habe bei Facebook eine neue Gruppe eröffnet,
weil es für diese Memory-Dix-Karten in Deutschland irgendwie keine Gruppe gab. Und Nicole hat aber immer gesagt, sie sieht nichts, weil sie auch noch wieder was Neues anfangen wollte. Und ich habe mir schon ja was überlegt. Ja, das werde ich jetzt trotzdem auch noch machen und deswegen sage ich es auch nicht. Aber ich habe mir schon was überlegt, um sie eigentlich so ein bisschen so dazu zu erpressen, dass sie so eine Karten machen muss. Und jetzt hat sie mir zwei Alice im Wunderland-Karten gemacht. Der Knaller, wirklich der Knaller. Auch dieses Stanzding. Ey, boah, wo hast du das her? Das ist mega. Die sind so schön. Und auch dieses Gestempelte mit dem Gold, was sie ja auch schon, wenn ihr das Video von ihr kennt, habt ihr das auch gesehen, bei dem Hut, finde ich, das macht so einen luxuriösen Touch irgendwie aus. Der Hammer. Herzkönigin Teeparty, richtiger Weg. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, sie ist infiziert und sie hat den Test auf jeden Fall bestanden. Die sind echt der Knaller geworden. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich werde auch gucken, dass ich eventuell, weil ich habe so eigentlich alles zusammen und dass ich das dann alles schön einpacke und dir dann auch langsam mal losschicke. Oh, den habe ich auch in dem Video gesehen. Die ist süß. Oh, die mache ich mir an irgendein Armband. Das ist so ein Glöckchen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Und ein Häschen. Wie mein Muffin. Cool. Ja, und oh, Halloween-Charms, ne? Das ist ja wirklich so eine Sache. Also irgendwie finde ich nie Halloween-Charms. Und jetzt habe ich hier ein paar Spinnen von ihr bekommen. Wie heißen sie denn hier, diese Vogelscheuchen und ja, so eine Art Vampir, Fledermaus. Richtig cool. Ja, habe ich noch gar nicht irgendwie. Für Halloween hat man eh irgendwie immer viel zu wenig. Dann, oh, kommt mir schon eine Riesenspinne entgegen. Und wie eklig, eine Ratte. Aber sehr, sehr cool. Wirklich. Ja, und dann hat sie sich Abdrücke gemacht beziehungsweise Molds und wollte da mit Fimo machen, aber das hat nicht ganz so gut geklappt, weil die wirklich super filigran sind. Also wenn man hier mal guckt, die Enden von diesen Bolos zum Beispiel, das ist Wahnsinn. Also es ist kein Wunder, dass man das mit Fimo nicht wirklich gebacken kriegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen hat sie mir die geschickt, weil ich ja Resin gieße und ja, ich werde mein Bestes geben und da auf jeden Fall welche machen. Ja, ich werde, denke ich mal, trotzdem das Paket vorher losschicken und wenn die dann gegossen sind, dann mache ich noch mal ein Päckchen fertig. Die Spinnen, die sind richtig cool. Und hier dieses Gespenst. Und sie hat hier auch schon gesagt, hier sind so ein paar Luftbläschen. Mal gucken, ob ich das irgendwie zuspachteln kann oder so. Dass das beim Resin-Gießen dann nicht damit reingeht. Oder ich müsste den dann im Nachhinein dann ein bisschen abschleifen. Weil der wird dann so kleine Pickelchen bekommen. Aber richtig, richtig cool. Ich habe auch irgendwo Silikon noch rumfliegen, aber irgendwie habe ich noch nie eigene Molds gemacht. Dann hat sie mir hier noch einmal noch eine kleine Spinne. Und dann hat sie mir hier für Shaker-Karten und ja, in Resin zu gießen, Gespenster mitgeschickt und also die sind auch richtig cool, die kenne ich noch gar nicht. Die sind von diesem Zimmermann, was immer das auch für ein Geschäft ist, ich kenne das gar nicht. Und die sind ja halt vom Teddy, die kennt man und ja, cool. Habe ich wieder was zum Eingießen und für Shaker-Cards machen. Oh, cool, ich sehe gerade, hier sind auch Hexen noch mit drin. Nicht nur Gespenster, sondern auch Hexen noch mit da bei. Ja, richtig cool. Also ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ich bin so happy. Ich habe ein neues Portemonnaie. Tausend, tausend Dank, Nicole. Ich freue mich wirklich riesig. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Hinterlasst einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.